Deutschlandfunk, Sternzeit. 14. August. SpaceX und die zu langsame Selbstzerstörung. Beim ersten Start der Starship-Rakete ging vieles schief. Bei einem Testflug war das zu erwarten. Für große Besorgnis sorgte allerdings, dass die Rakete des Unternehmens SpaceX über eine Minute ziemlich unkontrolliert herumgeflogen ist. Gerät eine Rakete auf Abwege, wird sie in der Regel sofort zerstört. Dafür ist meist eine ganze Kette von Sprengladungen im Innern der Tanks angebracht. Werden sie ausgelöst, reißen die Tanks schlagartig auf, so als wäre eine Naht geplatzt. Das führt zur Explosion des Treibstoffs und der kompletten Zerstörung der Rakete. Beim Flug des Starships war nach gut 2 Minuten klar, dass sich die beiden Stufen nicht trennen ließen. Damit war die Rakete viel zu schwer, um die Erde fliegen zu können. Das SpaceX-Team hat offenbar erst nach einigem Zögern die Zerstörung der Rakete ausgelöst. Es entstanden auch nur 2 Löcher oben und unten im Tank. Über 40 Sekunden lang strömte Treibstoff aus, während die Rakete erratisch weiterkurfte. Eine konkrete Gefahr bestand nicht, weil das Starship bereits weit über dem Golf von Mexiko war. Grundsätzlich aber darf es nicht sein, dass so ein Geschoss 40 Sekunden lang unkontrolliert weiterfliegt. Bei einem Kurs auf bewohnte Gebiete wären die Folgen fatal. Die Aufsichtsbehörden dürften von SpaceX Nachbesserungen beim Selbstzerstörungssystem der Rakete verlangen, bevor sie den 2. Testflug genehmigen. Denn auch beim Starship muss die alte Raumfahrtregel gelten. Ein Raketenstart darf scheitern, aber eine Gefahr darf er nicht darstellen.